Sabadika, Tukonaka, willkommen bei Memela und Thailändisch to go, sozusagen. Heute dreht sich alles ums Thema Essen. Und zwar geht es um das beliebte, traditionelle thailändische Gericht Tom Yam. Es gibt Tom Yam in verschiedenen Varianten. Zum Beispiel Tom Yam Gung, Garnele, Tom Yam Gai mit Hähnchen und Tom Yam Thalee mit Meeresfrüchten. Tom heißt übrigens kochen und Yam heißt mischen. In Europa wird Tom Yam Gung oder überhaupt Tom Yam oft als Suppe angeboten. In Klammer auf den Speisekarten steht oft Suppe, Soup. Aber das stimmt ja gar nicht, weil in Thailand wird das gar nicht als Suppe serviert. Ihr seht das auf den Fotos, wie es in Europa serviert wird und traditionell in Thailand. In Thailand wird nämlich Tom Yam immer in einem Brenner serviert, damit das Gericht schön heiß bleibt. Und es wird immer mit Reis serviert. Das heißt, es wird nämlich in Thailand gar nicht als Suppe gegessen. Tja, das ist der große, besondere Unterschied. Wer das schon mal probiert hat, der wird sicher genauso wie ich begeistert sein. Wenn es toll zubereitet wird und die richtige Balance getroffen wird zwischen Limettensaft, ein bisschen Fischsoße und dieser besonderen gerösteten Chili-Paste, dann ist es wirklich Bombe. Diese geröstete Chili-Paste, die heißt Nam Prik Pao. Auf der basiert eigentlich das ganze Gericht. Also, wenn ihr mal wieder in Thailand seid, unbedingt probieren. Man kann es milchig oder klar bestellen. Wer milchig möchte, der bekommt dann am Schluss, bevor es serviert wird, noch einen Schuss von dieser Kondensmilch hinzu. Ich blende euch ein, wie man das sagt. Okay? Wenn ihr also mit mir weiterhin ein bisschen hinter die Kulissen der thailändischen Küche schauen wollt, macht bitte das Herz rot und folgt mir. Kopkunaka. Tschüss.